Okay, wir sind auf der Chocobo Farm und haben keinen Streifzug mit Ignis. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein soll oder nicht. Morning. 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 Aber gut, schauen wir uns erstmal. Schauen wir uns die Chocobos nochmal an. Die sind nämlich immer noch so süß, wie sie vorher waren. Wie halte ich aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres keine Chocobo-Vermietung? Wir bitten um Verständnis. Heißt aber auch, dass wir im letztendlichen Spiel tatsächlich mit den auf den Chocobos, mit den und auf den Chocobos reiten können, was ziemlich cool ist. Drastischer Anstieg der Goblin-Raubüberfälle. Anwohner fordern Versiegelung der Fukjauk-Höhle. Ich hab keine Ahnung. Es sind Final Fantasy-Namen, die kann ich nie aussprechen. Wollen wir denen mal zuhören? Oh, yes! I love watching their little beaks peck at their greens and grains. Ja, das war auch eine gute Taktik, dass du dich da dazwischen gestellt hast. Aber gut, schnappen wir uns die Informationen. I gather you're all taking in the sights. Sure are a lot to take in on these parts. But you still clear that cave nearby. I know it's good for you. Wouldn't want that to be the last sight you see. So, das waren die Informationen, die wir benötigt haben. Wir müssen nämlich jetzt zu dieser Fukjauk-Höhle. Chocobo reiten dürfen wir auch nicht. Ich will eigentlich tatsächlich einfach nur einkaufen, genau, danke. Muss allerdings erstmal hier ein bisschen was verkaufen, in dem Falle das Metallteil, der Mithrilkolben für 2000 zum Beispiel, sehr hilfreich. Zum Beispiel der Mithrilkolben ist mit Sicherheit. Ist mit Sicherheit ein Ding, das wir gebrauchen können, um unser Auto irgendwie aufzurüsten später. Die brauchen wir auch nicht, die Chromplatte brauchen wir nicht. Es gibt leider immer noch keine Möglichkeit, Zehnerschritte zu steigern. Das ist definitiv irgendwas, was noch verbessert werden soll. Das weiß Square Enix allerdings auch. Es wurde schon angesprochen. Ansonsten können wir hier einfach mal 10 von allem kaufen, würde ich sagen. Genug Geld dürften wir jetzt eigentlich haben. Ich bin auch mal gespannt, ob wir letztendlich uns aussuchen können, was genau wir da eigentlich kochen oder ob das immer zufällig bleibt. Beziehungsweise ob wir immer das gleiche haben, wenn wir alle Zutaten haben, dass dann immer das ein und selbe gekocht wird. So, hier haben wir übrigens, was ich auch ziemlich cool finde, dieser Chips. Ein gesunder Snack, nicht nur für Chocobos. Finde ich sehr cool, hätte ich gerne in echt. Keine Ahnung, ob das schmecken würde, aber ich hätte es auf jeden Fall gern. Was willst du denn, hä? Guck mich nicht so an. Und du? Na, genießt du dein Steak? Lay? Alles klar? Nee? Oh Gott, hat sie sich gerade verschluckt? Ah, wow. Ist aber schnell gegessen. Und nun? Na? Bin ich dir zu aufdringlich? Nicht dein Typ, hä? Huh? Nee? Weil es kann sein, dass ich nie wiederkomme, weißt du das? Naja, okay. Das nenne ich eine Abfuhr. Aber gut, gehen wir zur Fukjauk-Höhle. Da ist nämlich tatsächlich auch... Da ist tatsächlich auch noch was vorne dran, was ich dann ganz gerne hätte, nämlich die Lagerstätte hier. Möchte ich nämlich mal ausprobieren, ob ich dann wenigstens den Streifzug mit Ignis krieg. Ignis, just a moment. Nee, kein Moment, komm jetzt. Ich hab's eilig. Wir sind immerhin von hier nicht so weit weg. Wie
wieder eine Daune. Ich habe sie jetzt eingesammelt, weil ich stark davon ausging, dass ein Frosch nicht so mitten auf dem Weg liegt. Das wäre, glaube ich, zu einfach, genauso wie hier das Ding. Ich glaube, die Frösche sind da schon ein bisschen besser versteckt. Aber die werden wir auch noch suchen, vielleicht sogar bevor ich den Behemoth besiege. Weil irgendwie, ich würde ganz gern tatsächlich mal bei der Tankstelle vielleicht vorbeischauen, bevor ich die Mission beende. Das wäre, glaube ich, mal ganz cool. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch eine Sequenz gibt, die ich so nicht kenne. Bevor wir da zur Höhle gehen, möchte ich da einmal noch kurz übernachten und gucken, ob ich das Ding krieg. Muss ja wohl. Sleeping out under the stars tonight. Ah, ja. Genau das wollte ich. Sternschnuppern. Warte, bis es dunkel wird und sieh dir den Meteorschauer an. Das ist ein Streifzug zu zweit mit Ignis. Okay. Aber ja, können wir machen. Gern. Und von daher willkommen zu dem Streifzug mit Ignis. Wo wir warten, bis es dunkel. Also wir warten, bis es dunkel wird. Suche einen Aussichtspunkt und warte, bis es dunkel wird. Okay, der Aussichtspunkt ist da hinten. Relativ in der Nähe zu der Tankstelle. Deswegen würde ich behaupten, gehen wir auch einfach mal zur Tankstelle, wenn wir schon dabei sind. Und dann sehen wir uns natürlich mit Ignis den Sternenschauer an, was jedes Fangirl da draußen, glaube ich, freuen wird. Weil das ist, glaube ich, eigentlich was ziemlich Romantisches. Ein sehr romantischer Moment, der sich Noctis hier mit... Hier, das, eins von den beiden Dingern, das könnte ein Frosch sein. Beziehungsweise da sieht man da sogar, dass da ist ein Frosch. Das heißt, da oben das Ding kann ich einsammeln. Oder auch nicht, weil ich im Kampfmodus bin. Alles klar. Na, komm her. So, das war ein bisschen zu spät, mein Freund. Ich bin auch mal gespannt, was für einen Aussichtspunkt genau er hier... ...er hier gedenkt zu nutzen. Aber da wir sowieso ja noch warten müssen, bis es dunkel wird. Ich komme. Das war knapp. So, der Gegner ist jetzt sowieso schon erledigt. Auch wenn ich den Kreuzhiebgang noch gesehen hätte, aber wie gesagt, wenn der Gegner eh schon erledigt ist, dann brauche ich auch nicht noch mehr drauf zu hauen. Gotcha.
Schade, dass das jetzt nicht geblieben ist. Ich dachte, das wird für den anderen Gegner eventuell auch noch bleiben. Na komm, stell dich nicht so an und lass dich einfach erledigen. Nee? So, war's das jetzt? Nee, da hinten ist immer noch einer. Um Gottes Willen. So, das war's jetzt aber. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Weg, bis wir zu unserer Aussichtsplattform kommen. Is it dangerous after dark around here? Most likely. We'd best ponder our lodgings as we go. Ich erinnere mich noch gut an deinen alten Sternatlas, okay? Nette Unterhaltung hier eigentlich. Und ich glaube, ich habe auch schon ein bisschen das Gefühl, was da als Aussichtsplattform dienen wird. Aber immerhin, wir sind unterwegs. 500 Meter noch ungefähr. Luftlinie zumindest. Da ist ein Frosch mitten auf der Straße. What the fuck? Okay, den habe ich nicht gekannt. Aber okay. Ständig diese Niflheimer Soldaten da oben. Sind Niflheimer Soldaten, oder? Niflheim? Ich glaube Niflheim. Das ist kein Frosch, den kann ich mitnehmen. Da hinten sind Niflheimer Soldaten, die ignorieren wir jetzt aber. Wir wollen ja eigentlich nur zu unserer Aussichtsplattform. Können die Soldaten von mir aus machen, was sie wollen. Ja, wenn man das... Oh, ich freue mich so auf das Spiel, wenn ich das hier wirklich alles mal erkunden kann. Oh, herrlich. So sicher, dass du hier zufrieden bist schon. Es ist noch zu hell, um den Meteoritenschauer zu sehen. Versuch es nach Sonnenuntergang erneut. Ja, das heißt, wir müssen tatsächlich hier auch noch warten. Bis nach Sonnenuntergang, was ziemlich unpraktisch ist. Das heißt für uns, wir machen jetzt einfach mal einen Abstecher zur Tankstelle. Oder nee, machen wir nicht, wir kämpfen hier. Weil ich möchte die Nebenaufgabe, wenn dann mit allen erledigen. Fände ich zu schade, wenn ich hier irgendwie noch mehr EP kriege, die ich dann nur mit Ignis teile. So, das hier wäre doch jetzt mal was ich lohnen kann. Mist, ja, das war zu viel. Okay, 6 ist also wohl das Maximum, gut zu wissen. Aber gut, hat ja trotzdem ziemlich viel Schaden angerichtet. Hin oder her.
Ich meine, wir haben ja sonst nichts zu tun jetzt bis Sonnenuntergang, da können wir auch noch ein bisschen kämpfen. Sind zwar auch Erfahrungspunkte, die zwei unserer Gruppe wohl nicht mitkriegen, aber ist ja auch egal. Vielleicht verteilen sich die Kampfpunkte hier ja trotzdem noch zwischen allen. Das wäre ziemlich cool. Na, ich hab's. Da wollte ich zu viel. Ich kann ja auch mal den Sprung zeigen, der hier bleibt ja wenigstens liegen. So, machen wir eine relativ schnelle Co-op-Tech. Sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis er besiegt ist. Aber ich meine, gut, wenn wir da schon gerade mit ihm unterwegs sind, dann können wir den Kreuz in Stufe 2 auch ruhig mal machen. Wenn unnötig hin oder her. Ich glaube, das hier dauert noch ein bisschen. Ich würde sagen, wir spulen hier einfach mal ein bisschen voran, während ich hier warte, bis es Sonnenuntergang wird. Und ja, dann ist der Part auch dann, weil bringt ja jetzt nichts, wenn wir hier zusammen noch 20 Minuten warten. Mal abgesehen davon, dass ich da oben hin würde. Ich wäre ja da oben hin. Ich zeige euch mal kurz, wo ich hingegangen wäre, den Meteoritenschauer zu sehen. Visibility is poor. Clean your glasses. Capital idea, Highness. Sofern wir da hochkommen, das ist natürlich die andere Herausforderung. Sind kein Kletteräffchen. Ich glaube, zumindest von dieser Seite aus kommen wir hier tatsächlich nicht hoch. Vielleicht kommen wir auch gar nicht da hoch. Schade. Ich wäre gern da oben hin. Hätte ich passender gefunden. Aber okay, da kann natürlich sein, dass wir momentan in der Demo da gar nicht hochkommen. Na gut, dann spulen wir das Ganze hier mal ein bisschen vor, warten und sehen uns dann gleich wieder, wenn es dunkel ist und wir einen romantischen Moment mit Ignis teilen, indem wir uns den Meteoritenschauer ansehen. So, ich würde sagen, so langsam ist es dunkel genug. Ich meine, der Himmel ist auf jeden Fall schon mal voll mit Sternen und sieht auch, wie gewohnt, richtig, richtig genial aus. Schön, dass ich euch das an dieser Stelle auch nochmal zeigen kann. Aber was für uns natürlich interessanter ist, ist der Meteoritenschauer. Und es ist immer noch zu hell. Versuch es nach Sonnenuntergang erneut, weil jetzt gerade... Ha, jetzt, so... Okay, musste ich nur noch mal... Alles klar. Einer sternenklaren Nacht begib dich vor Sonnenaufgang zum Aussichtspunkt und beobachte den Meteorschauer. Gut, dass ich schon hier bin, da kann ich nämlich einfach auf X drücken. Ist ja nicht so, als wenn ich... Ist ja egal. Das war reichlich unspektakulär. Ich muss schon sagen, ich bin enttäuscht. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt mehr als zwei, drei Meteoriten, zwei, drei Sternschnuppen und drei Sätze, aber okay. Mond und ich gehe per Rückkehr zurück zum Lager.
Highness. So, eure Hoheit ist wieder zurück. What? A little rest might go a long way. Deswegen richten wir das Lager mal nochmal ein und gucken hier. Romt, Gladio, was macht ihr beiden denn da? Ich überdecke mal die Schleichwerbung hier ein bisschen. Gut, dass die beiden wenigstens Spaß haben. Bin mal gespannt, was uns das Spiel gleich sagt, was die den ganzen Tag gemacht haben. Könnte auf jeden Fall ziemlich interessant werden. Wisst ihr, das meine ich, wir haben jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander das Otgo Ragu? Ich glaube, ja. Und das ist eben meine Frage, ob wir uns im letztendlichen Spiel tatsächlich aussuchen können, was wir kochen. Fände ich nämlich um einiges cooler. Aber gut, die Gruppe ist wieder beisammen. Gladio hat trainiert und Prompto hat mit Chocobos gespielt. Das ist doch cool. Und dann hat Gladio mit Prompto gespielt. Aber wie dem auch sei, das war das sehr unspektakuläre, das wäre der sehr unspektakuläre Streifzug mit Ignis. Von daher schnappen wir uns die knapp 7000 Erfahrungspunkte. Und, ja. Naja. Ich finde es auch cool, dass Prompto genau 5 Erfahrungspunkte kriegt. Und halt, obwohl er nur 93 braucht, immer noch nicht Stufe 20 erreicht jetzt. Aber okay. Mein Gott, wir sind auf jeden Fall vorbereitet für die Höhle, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass wir uns morgen dann, also ihr morgen, ich heute wahrscheinlich noch, erstmal auf die Suche nach den Fröschen machen zum Beispiel und bei der Tankstelle vorbeigucken. Von daher bleibt einfach gespannt, mit was es hier weitergeht im aktuellen Patch von Final Fantasy XV, also der Demo. Das ist immerhin ein schönes Bild. Immerhin ein schönes Bild.